Gebäude und Mobilität verbrauchen zusammen rund 3/4 der Endenergie in der Schweiz. Mit intelligentem Energiemanagement auf Quartierebene können die Energieflüsse zwischen diesen beiden Bereichen optimiert werden. Die EMPA hat dazu die Demonstrationsplattform eHub, kurz für Energy Hub, aufgebaut. Der eHub besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, die Energie erzeugen, speichern, umwandeln und wieder abgeben können. Sie sind über eine intelligente Steuerung miteinander verbunden und lassen sich einfach um weitere Technologien ergänzen. Je nach Forschungsthema können die Komponenten einzeln oder in verschiedenen Kombinationen betrieben werden. So können die Forscher das Zusammenspiel unterschiedlichster Technologien unter realen Bedingungen untersuchen. Mit dem Nest steht dem eHub ein vertikales Quartier als Testumgebung zur Verfügung. Nest ist eine belebte Forschungs- und Innovationsplattform, in die Module mit unterschiedlicher Nutzung ein- und wieder ausgebaut werden. In diesen sogenannten Units wohnen und arbeiten Menschen. Gleichzeitig werden neue Materialien und Technologien getestet. Für den eHub sind die Units energetisch eigenständige Gebäude, aufeinander gestapelt zu einem Quartier. Die Units sind an verschiedene Strom-, Wärme- und Gasnetze angeschlossen. Sie alle lassen Energieflüsse in beide Richtungen zu. Dadurch kann zum Beispiel Wärme dort abgeführt werden, wo es gerade zu heiß ist, und dort zugeführt werden, wo es zu kalt ist. Fällt im Sommer mehr Wärme an, als innerhalb des Nest benötigt wird, kommen saisonale Speicher ins Spiel. Der eHub verfügt für diesen Fall über einen Eisspeicher und Erdsonden. Die gespeicherte Wärme kann dann im Winter wieder zurück ins Nest geführt werden. Dank effizienter Photovoltaikanlagen entsteht im Sommer mehr elektrische Energie, als lokal verbraucht wird. Batterien können diese Energie kurzfristig zwischenspeichern. Um den Strom aber auch längerfristig speichern zu können, kann er in Wasserstoff oder Methan umgewandelt werden. Auf dem EMPA-Areal geschieht dies im Mobilitätsdemonstrator MOVE. Aus überschüssigem Strom wird mittels Elektrolyse Wasserstoff hergestellt und in speziellen Tanks gespeichert. Der Wasserstoff dient als Treibstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge oder kann zurück ins Gebäude geleitet werden. Dort wird er in Brennstoffzellen rückverstromt und liefert Wärme. Mit CO2 aus der Atmosphäre lässt sich der Wasserstoff zudem in synthetisches Methan umwandeln, das ins Gasnetz eingespeist oder direkt für Gasfahrzeuge genutzt werden kann. Der eHub verbindet als zentrale Energiedrehscheibe alle diese Technologien miteinander. Er ist eine Forschungsplattform, die flexibel auf aktuelle Energiefragen im Gebäude- und Mobilitätsbereich reagiert. Die Erkenntnisse daraus sind wichtig, um das zukünftige Energiesystem der Schweiz zu gestalten. Das intelligente Energiequartier auf dem EMPA-Areal steht unseren Partnern aus Forschung, Wirtschaft und öffentlicher Hand offen. Sie sind eingeladen, die Vorteile des eHub für ihre eigenen Fragestellungen zu nutzen.